Hey Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einer E-Mail-Adresse mehrere Accounts bei einem Anbieter erstellen könnt. Zum Beispiel nehme ich jetzt mal als Beispiel hier Twitter. Ich gebe jetzt mal irgendeinen Namen ein und dann als E-Mail-Adresse meine E-Mail-Adresse, wo ich auch schon einen Account habe bei Twitter. Das wird mir auch gleich hier angezeigt. Diese E-Mail-Adresse wird bereits verwendet. Und wir können jetzt hier einfach einen Punkt machen. Totalwerk.tv zum Beispiel. Das ist eine extra E-Mail. Wir könnten die dann auch schon benutzen. Wir können aber auch hier einen Punkt machen und hier. Das sind immer alles einzelne E-Mail-Adressen. Das ist nicht bei jedem Anbieter so, nur bei Gmail. Das heißt, diese E-Mails, die an diese E-Mail-Adresse gesendet werden, die kommen alle in mein Postfach an. Jetzt gehe ich mal auf Weiter. Ja, alles in Ordnung. Gehe auf Registrieren. Und ein Verifikationscode wurde gesendet. Und wir sehen hier, er ist angekommen. Und wir sehen hier, wenn wir hier mal draufklicken, es wurde an tut.oria.lwork.tv gesendet und es ist an mich angekommen. Jetzt könnte ich hier einen Twitter-Account erstellen. Ja, dann brechen wir das Ganze mal ab. So, wir sehen, diese E-Mail ist ja auch gerade verwendet. Was ich euch noch zeigen will, ist, wir können da auch plus und dann einen beliebigen Text dahinter hängen. Das heißt, plus zum Beispiel Spam. Wir können da echt hinschreiben, was wir wollen. Geh auch weiter, bla bla bla. Ist alles in Ordnung, wieso? Jetzt wurde wieder ein Verifikationscode geschickt. Wir sehen hier an tutorial.tv plus spam@gmail.com und es wurde an mich zugestellt. Der Vorteil daran ist halt, wir können jetzt hier auf das Rädchen gehen, in die Einstellungen und dann hier zu Filtern blockierte Adressen ganz runter scrollen und zu neuen Filter erstellen gehen. Dann können wir nämlich sagen, wir wollen die E-Mails, die an tutorial.tv plus spam@gmail.com gehen, und wir filtern. Also wir erstellen hier einen Filter damit. Schreiben das hier rein, an, und dann können wir auf Filter erstellen gehen. Also, und dann können wir auswählen, was soll damit passieren. Wir können ein Label setzen, zum Beispiel ein neues Label erstellen, besonders wichtig oder irgendwas in der Art. Oder wir können einfach sagen, es wird gleich gelöscht. Das heißt, wenn ich diesen Filter erstelle, werden diese E-Mails sofort nach dem Ankommen gelöscht von Gmail automatisch und ich kann nicht zugespammt werden, wenn sie so gesendet werden mit dem Zusatz plus Spam. Ja, das ist ein kleines, aber nettes Feature von Gmail, was man auf jeden Fall kennen sollte. Und ich sagen, was ist auch schon von diesem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auch immer über Like und Abo. Und ich sage, ciao Leute, haut rein.